Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sitze gerade auf Campino. Ich habe ihn mir auch schon warm gemacht. Und ich werde ihn jetzt ein bisschen reiten. Schritt, Trab, Galopp und ein bisschen Seitengang und was sonst noch alles so dazu gehört. Ja, mein Schatz. Hallo. So steady, even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean, every low and every high. And I would have you anyway, dear, any way your heart could bear. Even if you had to leave me, I'd always be waiting here. Even when we are apart, I will keep you in my heart. And I wouldn't change a thing, even if I were the king. Until I saw it in your eyes. Even when we are apart, I will keep you in my heart. I will hold the world at bay just to see you smile. 'Cause it's here where we lay in my blanket. Krass.
gemütlich sind. Fein. Ja, prima. Klasse. The summer, we were the tide, the clearest of azure, bright as your eyes, golden skin sundress, you were the skies, and I see the color I've known all my life. We are timeless, we are timeless. Washing over the sand on my feet. Time is an ocean and I'm lost at sea. Tomorrow won't find us, but I still believe. Searching for you is looking for me. Hat er beim Schenkelweichen noch so kleine Probleme. Da können wir uns beide noch nicht ganz verständigen. Besonders, wenn er nach rechts driften soll, weil Campi schief ist. Also auch von der Muskulatur. Das hat sich jetzt schon voll gebessert. Aber so wenn ich mit dem linken Schenkel komme, dann weicht er da halt nicht. Und auch, wenn man einen Schritt reitet, eigentlich ist ja da immer so ein Pendel drin im Schritt, dass das immer nach rechts und nach links geht. Nur nach links geht es halt nicht. Und da versuche ich jetzt immer, dass ich ihm da ein bisschen helfe. Und auch beim Vorwärtstreiben, da reagiert er auch noch nicht so ganz, wie ich das will. Aber das kriegen wir schon hin. Und dann, ich glaube, dann wird das richtig gut. Dann werden wir ein richtig gutes Team. Bitteschön. Na komm. So steady, even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean, every low and every high. Gotcha! Das ist ja gut, Pumpy. Genau! So! Prima! Streck dich mal ordentlich. Ja, viele fragen in den Kommentaren auch,
wie alt Campino ist, wie groß, was er halt so, also wo er ausgebildet ist, was er gut kann und so. Also Campino ist ein 14-jähriger Hannoveraner Fuchs, war noch. Der hat bis L springen gewonnen. Zu Hause ist er M gesprungen und eigentlich springe ich ja gar nicht so hoch, aber das kommt noch. Campino und ich, wir verstehen uns ja jetzt eigentlich schon sehr gut und mit der Zeit kommt es dann auch, dass wir dann auch höher springen und so. Ich glaube, mein höchstes, was ich mal gesprungen bin, war A 2 Sterne. Also nicht auf dem Turnier, sondern halt als einzelner Sprung hier mit Campi. Das war auch mein höchster Sprung. Und da bin ich schon sehr stolz drauf. Mittlerweile, also ich habe das immer so, dass ich, wenn ich, also so wenn ich das aufbaue, dann ist das nicht so schlimm für mich oder so. Aber wenn ich dann halt beim Anreiten bin oder so, dann kriege ich bei höheren Sprüngen halt auch Panik manchmal. Weil ich halt immer Angst habe, dass er stehen bleibt oder so oder ich runterfall. Und ja, da habe ich dann immer Schiss, wenn ich dann darüber springe. Aber mittlerweile geht's eigentlich wieder. Ja, also viele fragen auch, ob ich schon mal auf dem Turnier gesprungen bin. Ja, ich habe, ich glaube, vor 2 Monaten mein erstes Springturnier gemacht, weil vorher habe ich mich halt noch nicht wirklich getraut, so auf ein Springturnier zu gehen. Campino ist da super gegangen. Da war ich ein bisschen überrascht, weil ich hier zu Hause, also 2 Tage vor dem Turnier, bin ich, glaube ich, einen L-Sprung angeritten. Also ich glaube, das war schon L. Und da ist er stehen geblieben. Und dann hatte ich ein bisschen Schiss, dass er beim Turnier überall stehen bleibt. Aber da war er ganz anders als hier zu Hause. Da hat er angezogen wie so ein, weiß ich nicht.